Cause you had a bad day, you're taking one down. Oha. Hey Marcel, ich habe deinen Suchverlauf gesehen. Du hättest nicht danach suchen müssen. Hättest du mich einfach gefragt, dann hätte ich dir den VIP-Zugang geschickt. Heute ist mal wieder soweit. Heute hat mir Luca mal wieder eure Beichten zukommen lassen. Das heißt, auch heute schauen wir mal wieder nach, was ihr Schlingel da draußen so angestellt habt. Hey, das war für Dings. Sag schnell, für ein Schulprojekt, Bruder. Ich bin, wie immer, sehr gespannt und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der ersten Beichte. Let's go! Ich, männlich 16, beichte, dass ich mit Abstand in der schlechtesten Klasse bin. Note 1, 0 mal. Note 2, 0 mal. Note 3, 3 mal. Note 4, 5 mal. Note 5, 11 mal. Note 6, 10 mal. Durchschnitt 4,97. Jungs, was macht ihr da im Unterricht? Was macht ihr denn da? Für Fortnite. Für Fortnite. Bruder, seid ihr da am Fortnite zocken? Was? Ich frage mich, was für ein Fach das ist. Laut der Grammatik zum Teil, die ihr in meinen Videos da lasst, ist es Deutsch, oder? Wobei, ich glaube, ich darf nichts sagen, nachdem mein letzter Titel nicht ganz so grammatikalisch korrekt war. Für Fortnite. Ich, männlich 19, beichte, dass ich von meinem Freund gemobbt werde, weil ich 6 Jahre in Alabama gelebt habe. Steffen, solange du keine Schwester oder Cousine hast, bist du auf der sicheren Seite. Ich, männlich 20, beichte, dass ich nach deiner Reaktion auf Darum schlafen wir zu wenig meine Bildschirmzeit gecheckt habe. PS, hab nichts zu tun, Ausbildung fängt erst im August an. Yo, 16,5 Stunden an einem Tag, was macht er denn die ganze Zeit? YouTube. Ich hab Disco kassiert! Netflix. TikTok. Instagram. Safari! Ich, männlich 24, beichte, dass ich mit meiner Freundin weiblich 17 bei dir läuft. Manchmal abends durch die Stadt fahre und wir Leute aus dem Auto heraus anschreien. Teilweise schreien sie zurück. Coole Geschichte, Mann. Ich, männlich 17, beichte, dass ich glaube, nicht mehr richtig sehen zu können. Anerkannter Musiker? Ich bin gar nicht so ein Lauch, wie ihr denkt. Yo, anerkannter Musiker, da steht nur Musiker, unabhängig davon, welcher Depp hat bei Google angegeben, dass ich ein scheiß Musiker bin, Mann. Die alten Songs von mir waren aber einfach besser. Samstagabend und ich hab Bock. Ich kann nicht mehr. Ich, männlich 16, schreibe seit 3 Monaten mit weiblich 16. Malaga, bei dir läuft, Mann. Seit ein paar Tagen antwortet sie nur abweisend oder gar nicht. Was kannst du mir für einen Rat geben, Sascha? Ich kann dir schon mal gar keinen Rat geben, aber ich kenne jemanden, der dir einen Rat geben kann. Einfach direkt die nächste anschreiben. Ich, männlich 19, beichte, dass, wenn es schnell gehen muss, ich ins Waschbecken pinkle und mir dabei die Hände wasche. Ich, männlich 15, beichte, dass ich öfters mit meinem Zweitaccount auf Luca, YouTube geht seinen Weg und ich gehe meinen Weg. Bitte mach kein Auge. Nackisjagd gehe. Als ich letztens bei meiner Cousine nachgefragt habe, habe ich eiskalt welche bekommen, erstmal einen Screenshot gemacht. Ey, sorry Steffen, du hast damit nichts zu tun. Es war jetzt einfach ein dummer Zeitpunkt, dass du halt dein Perso von Alabama halt reingeschickt hast, okay? Bist du dumm? Ich, weiblich 22, beichte, dass ich, während ich mit meiner F plus männlich 21 schlafe, immer an Elotrix denke. Deine Scheiß! Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Verdammter Mülleimer! Sorry nochmal für meine Inaktivität und Unzuverlässigkeit in den letzten Wochen, Monaten. Ich bin aber momentan noch an einem Projekt dran. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Nee. Falls euch aber das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal unsympathisch findet und noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruderbasis ein Abonnement. Ganz wichtig, falls ihr daheim auch noch Beichten übrig habt, dann sendet bitte diese Beichten an diese E-Mail-Adresse hier. Kuss geht raus. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Katar ist Dubai. Wenn ich 2 Zentimeter weiter nach unten zoomen würde, könnte man mein Gehirn sehen.